Also ein Brief von Paulus an uns Christen, das ist das Thema von heute in der Serie Paulus leidenschaftlich für das Evangelium. Seid ihr bereit für Paulus? Also Paulus war ja der Wunsch von unserem Creative Team, aber ich sag's euch schon jetzt, Paulus ist sehr herausfordernd und heute werdet ihr bestimmt ein bisschen herausgefordert werden. Ich freue mich darauf. Ich liebe die Bibel, ich liebe Jesus und ich liebe es, euch heute etwas weiterzugeben. Also macht euch bereit. Also Paulus, wir kennen ihn als großen Verkündiger. Er war der Vorreiter. Er hat das Evangelium, hat er bis nach Europa gebraucht. Wenn wir uns ihn heute vorstellen, dann war er bestimmt ein Muskelpaket, weil er war viel unterwegs. Er hat viele, viele Kilometer gemacht. Er war unterwegs, ist gereist bis nach Kleinasien, um dort den Menschen von Jesus Christus zu erzählen. Paulus, er war römischer Staatsbürger und trotzdem ein Jude. Und zu Beginn seines Lebens war er ein hochrangiger Religiöser. Er hat die Christen verfolgt. Bestimmt kennen die einen oder anderen von euch die Geschichte. Also eine skrupellose Autorität, eine zwiespältige Persönlichkeit und trotzdem faszinierend, dass durch ihn so viel bewegt wurde. Paulus absolvierte insgesamt 4 Missionsreisen. Ich möchte euch kurz ein bisschen eine Einführung geben für diejenigen, die Paulus nicht so gut kennen. Die erste Reise startete in Antiochia, 500 Kilometer nördlich von Jerusalem. Ich habe euch eine Karte mitgebracht. Antiochia war damals die Hauptstadt von Syrien, hatte 200.000 Einwohner und die Gemeinde dort gab Paulus den Auftrag, weitere Reisen zu unternehmen, nämlich das Evangelium nach Europa zu bringen. Evangelium, was ist das? Im Griechischen heißt Evangelium Euangelion und bedeutet frohe Botschaft, Freudenbotschaft. Also wir Christen, wir haben eine frohe Botschaft, die wir weitergeben dürfen. Leider sehe ich viele Christen, die sind nicht so fröhlich. Und darüber möchte ich heute sprechen. Ich habe euch ein Bild von der zweiten Reise. Ihr dürft es gerne nochmals einblenden, die Karte. So könnt ihr sehen, Paulus hat einen richtig weiten Weg gemacht. Die zweite Reise von ihm ging nämlich bis nach Korinth und dann bis nach Athen und stellt euch vor, dort hat er auf dem Areopag öffentlich gesprochen und er hat das Evangelium nach Europa getragen. Eine unglaublich große Leistung. Und vielleicht können wir uns überlegen, wie hat Paulus das überhaupt geschafft? Wie hat er das hingekriegt zur damaligen Zeit? Wir dürfen bedenken, dass die damaligen Verkehrswege, die waren doch recht gut. Und zwar aus 2 Gründen gab es befestigte Straßen damals. Einerseits wegen der Truppen von den Römern und andererseits auch wegen des Handels. Da war schon ein gewisser Ausbau da. Nach seiner ersten Reise ging Paulus dann nach Jerusalem. Dort war das erste Apostelkonzil, weil sie haben sich gestritten. Es war ein Streit zwischen Petrus und Paulus. Und zwar hat Petrus behauptet, dass die Nichtjuden zuerst Juden werden müssen und erst dann Christen werden dürfen. Paulus hat sich stark gemacht, dass jeder Mensch, egal von wo er kommt, gleich ein Christ werden kann. Also Paulus hat sich stark gemacht. Er war unterwegs und er hat sich für die großen Fragen von damals eingesetzt. Und später hat Paulus verschiedene Briefe geschrieben. Verschiedene Briefe an all die Gemeinden, die gegründet wurden durch ihn, weil er an all diesen Stellen das Evangelium verkündigt hat. Und diese Gemeinden hat er durch seine Briefe dann manchmal auch richtig herausgefordert. Vielleicht kennt ihr die Briefe von Paulus. Wenn man eine Zusammenfassung machen würde, was Paulus überhaupt den ersten Christen gesagt hat, dann könnte man vielleicht folgenden Satz machen: Gemeinden,
Also auch wir als Celebrate Life Church oder auch alle anderen Kirchgemeinden. Liebe Gemeinden, bitte nehmt den Glauben an Jesus Christus ernst, weil Jesus ist Gottes Sohn. Und genau darum sind die Briefe von Paulus, die er für uns geschrieben hat, auch heute noch wichtig für dich und für mich. Wir können in dieser Predigt nicht alle Briefe zusammen anschauen. Deshalb heißt ja der Titel Ein Brief. Und ich habe mich entschieden, dass wir heute tiefer in den Philipperbrief eintauchen möchten. Paulus schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Und der Brief, der startet erstmal mit einer Grußformel. Die lese ich euch. Diesen Brief schreiben Paulus und Timotheus, die Jesus Christus dienen, an alle in Philippi, die mit Jesus Christus verbunden sind und ganz zu Gott gehören, an die Leiter der Gemeinde und die Diakone. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Ein schöner Beginn von diesem Brief. Zuerst wünscht Paulus einfach mal Friede und Gnade. Und das möchte ich dir heute auch zusprechen. Ich wünsche dir Friede und Gnade für dein Leben. Und dann heißt es, dass er regelmäßig für die Gemeinde in Philippi betet. Da können wir uns doch gleich schon mal eine Scheibe abschneiden als Christen. Zuerst mal einfach das Positive. Erst mal einen freundlichen Gruß und erst mal ein Gebet. Und da heißt es nämlich, ich danke meinem Gott immer wieder, wenn ich an euch denke. Und das tue ich in jedem meiner Gebete mit großer Freude. Für mich zeigt dieser Vers, dass Paulus immer wieder die Freude betont. Er hat Freude an Jesus. Er hat Freude am Evangelium, er hat Freude an den Christen und er hat Freude an seinem Leben. Da ist einfach Freude da, obwohl er hat viele Herausforderungen. Ihr werdet es später noch hören. Aber da ist richtig viel Freude. Und jetzt möchte ich dich fragen, wie geht's dir so mit der Freude? Wie war deine Woche so zum Thema Freude? Egal wie die Umstände von Paulus waren, er hatte Freude mit Jesus und betete für die Menschen. Ich persönlich, ich liebe es auch zu beten. Und das Gebet bringt immer wieder neue Freude in mein Leben hinein. Und ich möchte euch heute sagen, ich habe zwei Freundinnen, mit denen bete ich jede Woche. Am Mittwochmorgen bete ich mit Selina um 6 Uhr am Morgen und wir beten für unsere Familien, für die Kirche und es bringt so viel Freude in mein Leben. Und am Freitagmorgen bete ich um 6.20 Uhr mit Gabriele und wir beten für unsere Familien, wir beten für die Gemeinde, wir beten für dich. Und es bringt so viel Freude in unser Leben hinein. Wenn wir beten, da ist der Geist der Freude, der uns erreichen möchte. Und das möchte ich dir heute mitgeben. Der Geist der Freude, der Heilige Geist möchte dich heute erreichen. Er möchte Freude in dein Leben hineinbringen und diese Freude ist übernatürlich. Die ist nicht von dieser Welt. Das bedeutet nicht einfach, ja, wir müssen uns jetzt freuen, wir sind schließlich Christen, also lächeln wir mal ein bisschen. Nee, es ist eine geschenkte Freude, die aus dem Himmel kommt. Und wir haben vorher gesungen, der Himmel ist offen. Also genieße es heute, öffne dein Herz. Der Himmel ist offen und die übernatürliche Freude möchte heute dein Herz erreichen. Deshalb mein erster Punkt, freut euch über Jesus. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und in seiner Kraft, in seiner Freude, ja in seinem Namen darfst du beten und diese Kraft auf diese Erde holen in einem Gebet. Jedes Gebet hat Kraft und bringt Freude in dein Leben hinein. Direkt im ersten Kapitel vom Philipperbrief lesen wir, wie begeistert Paulus von Jesus ist. Da heißt es,
Denn Christus ist mein Leben und das Sterben für mich nur ein Gewinn. Wow, was für ein starker Satz. Ich wünsche mir für unsere Kirche, für unsere Gemeinde und auch für dich, dass wir diese Freude in dieser Kirche leben können. Unsere Kirche heißt Celebrate Life Church. Das bedeutet, wir können uns freuen, weil wir dieses Leben auf dieser Erde genießen dürfen, aber auch, weil wir eine Vorfreude haben auf ein Leben nach dem Tod. Da ist eine riesen Vorfreude auf den Himmel. Und so lasst uns immer wieder uns dafür einsetzen, dass wir diese Freude wirklich in unseren Herzen bewahren. Ich weiß, manchmal ist das nicht einfach. Gerade am Sonntagmorgen, man hat vielleicht noch einen Streit in der Familie oder man ist hierher gefahren und dann ist die Straße gesperrt. Oder vielleicht ist man schon die ganze Woche gestresst, weil es läuft so vieles. Wir haben so viele Herausforderungen. Viele Dinge kommen an uns heran oder vielleicht hast du mit Krankheit zu kämpfen oder du bist zu Hause heute, hast Herausforderungen. Und dann kommen wir gestresst am Sonntag in die Kirche und dann sollten wir irgendwie noch ein bisschen lächeln. Paulus ermutigt uns zur Freude an Jesus. Er hat sich in Jesus gefreut. Und zur Freude an diesem Leben, das uns geschenkt ist nach dem Tod. Wenn wir tiefer in den Philipperbrief eintauchen, dann können wir sehen, dass Paulus diese Freude immer wieder erwähnt. Er spricht immer wieder von Freude. Aber er schreibt auch über Warnungen, über Hinweise für die Gemeinde oder wie wir als Christen leben dürfen. Und der erste Auftrag, den Paulus uns gibt, ist Einheit unter Christen. Schlagt doch in euren Bibeln oder Smartphones Philipper 4 auf, weil ich wünsche euch, dass euch heute diese Freude erreichen kann, dass ihr ankommen könnt bei Jesus, dass ihr jetzt all den Stress, den ihr erlebt habt diese Woche, ich hatte auch Stress, kann euch gerne mal ein bisschen berichten von meiner Woche. Ich hatte auch viel los, aber jetzt ist die Zeit, wo wir das einfach weglegen und uns auf Jesus konzentrieren und uns von seiner Kraft, von seiner Freude erfüllen lassen. Deshalb sei bereit und öffne dein Herz und versuche innerlich zur Ruhe zu kommen. Also in Philipper 4 geht es gleich richtig zur Sache. Scheinbar gibt es in Philippi einen größeren Streit in der Gemeinde. Also wir hier in der Kirche, meine, oder ihr in euren Familien, das gibt es ja bei euch nicht. Wir streiten nicht. Aber in Philippi, die hatten einen Streit. Da heißt es, Evodia und Syntyche bitte ich eindringlich, sich wieder zu vertragen. Sie glauben doch beide an den Herrn Jesus Christus. Vielleicht kannst du, Syzygus, mein treuer Mitarbeiter, den Frauen dabei helfen. Schließlich haben die beiden mit mir, Seite an Seite mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, für die Vorbereitung der rettenden Botschaft gekämpft. Wow, da hatten zwei Frauen einen Streit. Das gibt's. Warum appelliert Paulus hier, dass die beiden Frauen endlich wieder Frieden schließen sollen? Genau, sie haben nämlich zusammen, Seite an Seite, waren sie für das Gute unterwegs, für die frohe Botschaft. Sie haben sich für das Gute eingesetzt. Vielleicht kennst du das in deinem Leben. Du hast dich gerade für das Gute eingesetzt. Du wolltest gerade etwas Gutes tun und dann plötzlich kommt ein Konflikt. Und es nervt. Kennst du das? Wer hat sich letzte Woche irgendwie mal geärgert? Es gibt Konflikte. Es gibt Dinge, die uns ärgern. Aber Paulus schreibt uns, hey, schaut immer wieder, dass ihr in die Einheit kommt. Schaut immer wieder, dass ihr die Einheit bewahrt, gerade in der Kirche.
Wir brauchen unsere Energie und unsere Kraft für den größeren Auftrag in dieser Welt, nämlich die Liebe Gottes zu verbreiten. Und so gibt Paulus den beiden Frauen einen Coach, eine Hilfe an die Seite. Manchmal ist es gut, wenn wir einen Konflikt haben, wenn wir eine neutrale Person dazunehmen, so dass wir Absprachen machen können, die dann letztendlich für beide Parteien gut sind. Paulus wünscht sich, dass Einheit ist. Und er gibt ihnen einen Streitschlichter. Und genau so können wir Christen auch in dieser Welt Streitschlichter sein. Und ich weiß, das ist nicht immer einfach. Aber Paulus ermutigt uns dazu. Das haben sie damals schon gemacht. John Maxwell, ein berühmter Autor aus Amerika, sagt, wir Christen haben alle unterschiedliche Meinungen. Lass uns auf die 1% Gemeinsamkeit konzentrieren, statt auf die 99% Unterschiedlichkeit. Menschen sind immer unterschiedlich. Es gibt verschiedene Meinungen und das ist auch gut so. Und deshalb kann es zu Auseinandersetzungen kommen. Aber wichtig ist, dass wir den Fokus immer wieder auf die Gemeinsamkeit setzen. Wichtig ist, dass wir in der Kirche, in den Gemeinden zusammenhalten. Aber Achtung, das heißt nicht, dass wir nicht an unseren Werten festhalten sollten. Aber wir Christen sollten uns das Leben auch nicht zusätzlich schwer machen. Deshalb ermutige ich dich, ein Streitschlichter zu sein, der sich für die Einheit einsetzt, der versucht, die gemeinsamen Punkte zu finden und den Frieden zu suchen. Zudem betont Paulus, dass wir für Jesus leiden werden. Das ist unglaublich, was Paulus uns alles schreibt. Aber das Leiden ist gemäß Paulus nicht eine Qual, sondern ein Vorrecht. Und das klingt jetzt vielleicht auch wieder paradox. Deshalb mein zweites ist Vorrecht, um für Jesus zu leiden. Das sagt uns Paulus. Paulus schreibt nämlich aus dem Gefängnis. Also das bedeutet, er war im Gefängnis, er hat dort gelitten und da schreibt er, ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft sogar für ihn leiden. Wow, das ist stark. Was meint Paulus mit Leiden? Es ist wichtig, dass wir in diesem Moment, wenn wir diese Bibelstelle anschauen, auch das Umfeld anschauen, in der die Gemeinde lebte. Wie haben diese Menschen damals überhaupt gelebt? Das Römische Reich wurde von Kaiser Nero regiert. Und dieser Kaiser, er hat hemmungslos regiert. Bauten waren ihm wichtig, öffentliche Spiele waren für ihn wichtig. Er hat sich amüsiert. Er hat hemmungslos regiert. Er hat seine Mutter umgebracht, er hat seine Frau umgebracht. Und als dann die Stadt Rom niederbrannte, hat er die Christen verantwortlich gemacht für den Brand. Es war Ungerechtigkeit in diesem Land. Und so begann eine Verfolgung unter den Christen. Das Römische Reich wurde immer mächtiger. Und die Menschen damals, die Gemeinde, sie standen in diesem Leid drin. Und so schreibt Paulus, vor allem ist wichtig, dass ihr als ganze Gemeinde so lebt, wie es der rettenden Botschaft von Christus entspricht. Ob ich nun zu euch kommen kann und es mit eigenen Augen sehe oder ob ich nur davon höre. Ich möchte, dass ihr alle durch Gottes Geist fest zusammensteht und einmütig für den Glauben kämpft, der diese Botschaft in euch geweckt hat. Lasst euch auf keinen Fall von euren Gegnern einschüchtern. Euer Mut wird ihnen zeigen, dass sie verloren sind, ihr aber von Gott gerettet werden. Paulus ermutigt die Gemeinde. Hey, seid stark. In dieser Situation, in der ihr drin seid, die mussten damals mit heftigstem Widerstand rechnen. Das Leiden ist ihnen gegeben.
So heißt es im Philipperbrief. Und dieses Wort gegeben habe ich im Griechischen nachgeschaut. Es heißt Echariste und es bedeutet Gnade oder Gunst. Der Glaube und das Leben steht unter der Gunst Gottes. Das Leiden ist also keine Strafe. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von der Palme und dem Stein. Vielleicht habt ihr diese Geschichte schon mal gehört. Eine Palme, sie hat auch gelitten. Da war nämlich ein Mann und dieser Mann wollte eine Palme ärgern. Und er hat ihr einen riesigen Stein oben auf die Krone gelegt. Und er dachte so, jetzt kann die Palme nicht mehr gut wachsen. Aber die Palme hat sich entschieden, weil sie nicht in die Höhe wachsen konnte, dass sie tiefe Wurzeln schlägt. Und durch die tiefen Wurzeln konnte sie zur mächtigsten Palme in diesem Garten wachsen, obwohl der Stein obendrauf war. Und als später der Mann bei der Palme vorbeikam, sagte die Palme ihm Danke und sagte, vielen Dank, durch dieses Leiden konnte ich einen anderen Weg finden, um zu wachsen. Wenn wir Leiden erleben, wenn wir geärgert werden, und vielleicht wirst du aktuell geärgert, dann können wir dadurch lernen, stärker zu werden. Wichtig ist, dass wir dabei den Fokus auf die Freude, auf das Gute im Leben nicht verlieren. Und hier kommt jetzt wieder die Freude ins Spiel. Für Paulus war es ein Vorrecht, für Jesus zu leiden, weil er seinen Fokus immer auf die Gnade, auf die Freude an Gott ausgerichtet hatte. Und deshalb möchte ich dir heute sagen, Freude ist eine Entscheidung. Leiden wird es immer geben in dieser Welt. Schwierigkeiten, Herausforderungen werden wir immer haben. Die Frage ist, wie wir als Kirche oder wie du als Christ in dieser Situation drin deinen Weg gehst. Wir können ständig auf das Negative schauen und uns runterziehen lassen. Und wir können jammern und uns beklagen. Und ich glaube, wir alle kennen genügend Leute, die sich ständig beklagen. Und deshalb möchte ich euch heute herausfordern, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Richte deinen Fokus im Leiden drin, immer auf das Positive, was du hast. Es gibt viele gute Dinge in deinem Leben. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Robinson Crusoe, weil er hat das gemacht. Geschrieben wurde sein Roman von Daniel Defoe und er hat über Crusoe geschrieben. Crusoe war ein Seefahrer. Er ist durch die ganze Welt gesegelt und eines Tages hat er Schiffbruch erlebt. Auf einer einsamen Insel beginnt der Überlebenskampf. Am Anfang ist er wütend auf Gott, weil er sich im Stich gelassen fühlt. Doch nach und nach beginnt er, das Beste daraus zu machen. Er fängt an, ein Haus zu bauen. Dann zäunt er Schafe ein und beginnt eine kleine Herde mit Schafen, bis er sogar eine eigene selbstversorgende Kolonie geschaffen hat. Schließlich ist er Gott dankbar für alles, was er erleben musste. Er hat eine Liste gemacht und all das Positive und Negative aufgeschrieben. Und die möchte ich euch vorstellen. Negativ war in seinem Leben, ich bin auf einer einsamen Insel gestrandet, ohne Hoffnung auf Rettung. Ich bin allein gelassen von der Welt. Positiv, ich bin am Leben und mich nicht mit den anderen gesunken. Negativ, ich bin von der menschlichen Gesellschaft abgeschnitten. Positiv, aber ich bin nicht ausgehungert. Negativ, ich habe keine Kinder. Aber Gott hat das Wrack direkt vor der Küste platziert mit vielen nützlichen Dingen. Versteht ihr? Der Fokus in unserem Leben ist entscheidend. Und wenn wir als Christen den Fokus auf das Negative richten, dann machen wir absolut keinen Unterschied in dieser Welt. Wenn wir es jedoch schaffen, in diesem Leid drin zu leben und unseren Fokus auf das Positive zu richten, dann kommt die Kraft,
die Jesus uns geben möchte in unser Leben hinein. Zum Beispiel, letzte Woche habe ich die Steuerrechnung bekommen. Ja, die war ganz schön. Ich konnte unterschiedlich reagieren. Ich kann sagen, oh nein, jetzt muss ich so viel Geld bezahlen. Oder ich kann sagen, hey, ich habe einen Arbeitsplatz. Deshalb darf ich Steuern zahlen. Versteht ihr? Der Fokus ist entscheidend. Freude ist eine Entscheidung. Und genauso gilt das auch für uns als Kirche, als Gemeinde. In der Gemeinde, da läuft nicht immer alles nach deiner Nase. Spätestens heute Morgen, da war die Straße gesperrt. Das ist ärgerlich. Oder vielleicht wurdest du nicht begrüßt, vielleicht hat dich niemand angesprochen. Oder vielleicht findest du die Predigt komisch. Oder vielleicht, ich weiß nicht, du wurdest enttäuscht, weil jemand etwas zu dir gesagt hat. Paulus wusste, dass in Philippi und in den Gemeinden nicht immer alles perfekt läuft. Deshalb gibt er uns den Philipperbrief. Und deshalb schreibt er, es ist ein Vorrecht, wenn wir leiden, weil immer wenn wir etwas Schwieriges erleben, haben wir die Möglichkeit, daraus etwas Positives zu machen und zu wachsen wie diese Palme. Und Paulus hat auch den Wert in Jesus Christus erkannt. Jesus, hey, Jesus Christus, er hat das größte Leiden für uns erbracht. Er wurde gekreuzigt. Er ist gestorben, er hat gelitten, damit wir errettet sein können und ein ewiges Leben haben. Und deshalb war es ein Privileg für Paulus zu leiden und im Dienst für Jesus zu stehen. Das Zitat vom russischen Schriftsteller scheint daher wahr zu sein. Er hat geschrieben, es gibt kein Glück im Wohlstand, durch Leiden wird das Glück erkauft. Denkt heute Nachmittag vielleicht darüber nach. Aber ich weiß, Leiden, das ist nicht immer einfach. Es ist nicht einfach. Aber es wird uns letztendlich stärker machen. Wichtig ist der Fokus. Selbst wenn du leidest, es gibt immer positive Punkte in deinem Leben. Und so lade ich dich ein, schreibe dir heute Nachmittag eine Dankbarkeitsliste auf. Auch zu Hause im Livestream. Schreibe dir eine Liste auf, was du alles an Positivem hast. Und suche die positiven Wege, auch wenn du im Leid drin bist. Paulus schreibt uns nämlich auch an anderer Stelle, wenn wir beten, sollen wir mit Danksagung zu Gott kommen. Wir sollen ihm zuerst Danke sagen, unserem Gott, weil Gott ist groß, er ist mächtig, er ist treu. Lobe ihn, preise ihn, gib ihm die Ehre. Deshalb ist es so gut, dass du heute hier bist und mit uns angebetet hast. Wir geben Gott Dank und geben ihm die Ehre und das bringt Freude in unser Herz. Und dann können wir unsere Anliegen zu Gott bringen. Paulus, er möchte, dass die Gemeinden stark werden, dass sie gestärkt sind. Und da bin ich voll eins mit Paulus. Wir brauchen auch heute starke Kirchgemeinden. Und wisst ihr, wir haben sie nicht in Europa. Wir brauchen starke Kirchen. Das vierte, was Paulus anspricht, sind zuverlässige Mitarbeiter. Paulus widmet im Philipperbrief ein Unterkapitel den zuverlässigen Mitarbeitern. Er schreibt über zuverlässige Leute in der Kirche. Die Gemeinde in Philippi bekommt nämlich Timotheus. Timotheus soll helfen, die Gemeinde zu leiten, zu predigen. Er ist ein zuverlässiger Mitarbeiter. Und es heißt, aber ihr wisst ja selbst, wie zuverlässig Timotheus ist. Wie ein Kind seinem Vater hilft, so hat auch er sich mit mir für die rettende Botschaft eingesetzt. Ich will ihn zu euch schicken, sobald ich weiß,
wie es hier mit mir weitergeht. Paulus, er braucht Leute für die Verkündigung. Er braucht Menschen, die zuverlässig sind. Menschen, auf die er sich 100% verlassen kann. Er sucht nicht einfach irgendwelche Mitarbeiter für die Kirche, er sucht zuverlässige Leute. Weiter schreibt Paulus in Philipper 2,25: Ich hielt es für notwendig, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken. Er hat mir eure Gaben überbracht und mir dadurch sehr geholfen. Nun, er ist wirklich ein Bruder, ein guter Mitarbeiter und Mitkämpfer geworden. Inzwischen aber hat er große Sehnsucht nach euch allen. Es hat ihn sehr beunruhigt, dass ihr von seiner Krankheit erfahren habt. Tatsächlich war er todkrank, aber Gott hatte Erbarmen mit ihm und auch mit mir. Er wollte mir zusätzliche Trauer ersparen. Jetzt soll Epaphroditus so schnell wie möglich zu euch zurückkommen. Ihr sollt ihn gesund wiedersehen und euch über ihn freuen. Dann werde auch ich eine Sorge weniger haben. Nehmt ihn voller Freude als euren Bruder auf. Menschen wie ihn sollt ihr achten und ehren. Denn mit seinem Einsatz für Christus riskierte er sein Leben. Weil ihr nichts für mich tun konntet, hat er mir an eurer Stelle geholfen und wäre dabei selbst fast gestorben. Mit dieser Textpassage möchte ich euch zeigen, wie wichtig Paulus die Leute in der Gemeinde waren. Er hat Wertschätzung seinen zuverlässigen Mitarbeitern gebracht. Und hier wird auch wieder die Einheit angesprochen. Sogar wenn ein Gemeindemitglied, wenn jemand in der Church krank ist, dann halten die Brüder und Schwestern zusammen. Und wisst ihr, wir alle, wir gehören zu Gottes Bodenpersonal. Heute ist es unsere Aufgabe, das Evangelium, diese Freudenbotschaft in dieser Welt zu verbreiten. Egal, wo du gerade bist. Wenn nicht die Kirchgemeinden, wenn nicht die Kirchen, wer wird dann die gute Nachricht von Jesus Christus noch in die Welt tragen? Aber es braucht dazu ein Commitment, eine Verpflichtung. Und Gott sucht nach Menschen, die ihm vertrauen, die zuverlässig sind, die sich nicht zu stark mit dem Leiden und ihren Sorgen beschäftigen, sondern die ihren Fokus immer wieder auf die Freude, auf die Gnade ausrichten und die Energie haben, um für Gott unterwegs zu sein und das Gute auf dieser Welt zu tun. Wir haben hier in unserer Kirche bei Celebrate Life Church haben wir viele zuverlässige Mitarbeiter, die seit Jahren dabei sind, die sich investieren. Und da möchte ich euch gratulieren. Es ist großartig, wenn eine Kirche zuverlässige Mitarbeiter hat. Und ich ermutige dich, halte durch, auch wenn es manchmal nicht einfach ist. Paulus schreibt nämlich, was auch immer geschehen mag, meine lieben Brüder und Schwestern, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Ich werde nicht müde, euch immer wieder dasselbe zu sagen. Weiß ich doch, dass es euch Gewissheit gibt. Die Freude an Gott soll uns durchs Leben tragen. Wenn wir diese Freude haben, dann sind wir stark. Paulus hat den Auftrag wahrgenommen. Und ich möchte euch noch eine Stelle lesen, die aufzeigt, dass er wirklich Herausforderungen hatte. Da heißt es nämlich im 2. Korinther 11, dreimal wurde ich von den Römern mit Stöcken geschlagen und einmal hat man mich gesteinigt, mit Steine auf ihn geworfen, weil er gepredigt hat. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einmal trieb ich sogar einen Tag und eine ganze Nacht hilflos auf dem Meer. Das war die Situation von Paulus. Und da möchte ich euch heute sagen, wir haben es so gut in unserem Land. Niemand von uns wird dreimal mit Stöcken geschlagen. Niemand
von uns wird gesteinigt. Niemand von uns erlebt Schiffbruch. Wir beklagen uns so oft auf hohem Niveau. Deshalb dürfen wir heute, wenn wir möchten, den Auftrag von Gott annehmen. Und ich lade euch dazu ein. Wichtig ist, dass wir den Fokus immer wieder auf die Freude ausrichten. Paulus wiederholt diese Freude immer wieder. Philipper 4:4. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und nochmal will ich es sagen. Freut euch. Freu dich. Freu dich, dass du das Reich Gottes bauen darfst. Freu dich, dass du dich investieren darfst für das Reich Gottes, dass du in einer Kirche mitarbeiten darfst, egal wo das ist, auch wenn du zu Hause zuschaust, egal in welcher Kirche. Freu dich darüber. Du hast einen wunderbaren Auftrag von Gott bekommen. Und wenn du noch nicht weißt, wie du starten kannst, Reich Gottes zu bauen, dann lade ich dich heute an, fange an zu beten. Bete für die Gemeinde, bete für die Kirchen in Stuttgart, bete für Europa. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald, schreibt Paulus in Philipper 4:5. Alle Menschen sollen eure Güte. Gott ist gut, er ist voller Güte. Aber hier in diesem Vers geht es um die Güte der Christen. Das bist du und das bin ich. Die Menschen da draußen sollen unsere Güte erleben, unsere Liebe erfahren. Und deshalb gebe ich dir zum Abschluss einen Auftrag für die kommende Woche. Ich möchte dir heute etwas mitgeben. Ich bin zwar nicht Paulus, aber ich bin Karin und ich möchte euch einen Auftrag geben. Zwei Dinge. Das erste ist, schreibe eine Dankbarkeitsliste. Nimm dir Zeit dafür. Schreibe die kommende Woche oder heute Nachmittag, schreibe dir auf, was du alles an Gutem hast. Und richte deinen Fokus auf das Gute und sage Gott Danke für all das Gute, das du in deinem Leben hast. Und das zweite ist, schreibe eine Person an und zeige ihr deine Wertschätzung, sodass sie deine Güte, deine Freundlichkeit in der kommenden Woche erfahren darf. Ich wünsche euch, dass ihr diese Freude auch jetzt beim nächsten Song in euren Herzen empfangen könnt und dass ihr euch auftanken könnt mit dieser Freude. Und ich wünsche euch den Frieden und den Segen direkt aus dem Himmel. Amen. Ich möchte gerne beten. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du ein gütiger Gott bist, dass du so viel Güte und Gnade für uns bereit hast. Und Heiliger Geist, so bete ich, dass du jetzt kommst mit deiner Freude. Wir öffnen unsere Herzen und wir danken dir für all das Gute, das wir haben dürfen. Wir danken dir, dass wir nicht geschlagen werden wegen unseres Glaubens, sondern dass wir hier in Freiheit zusammenkommen können. Vater, wir danken dir, dass du uns beschenkst mit so viel Wohlstand, den wir haben in unserem Land. Und Vater, ich danke dir, dass wir uns darüber freuen dürfen. Und so bitte ich dich jetzt, Heiliger Geist, dass du kommst mit deiner Freude in unser Leben hinein. Dass wir sehen können, was du auch für uns gemacht hast. Jesus, du bist gestorben für uns. Du hast den Preis bezahlt, damit wir gerettet sind und ewiges Leben haben. Und dafür möchten wir dir Danke sagen. Und Vater, ich bete, dass du uns hilfst, dass wir uns in deinen Dienst stellen, dass wir den Auftrag wahrnehmen, den wir in dieser Welt haben, nämlich das Gute zu verbreiten. Und da bete ich um offene Türen für jeden Einzelnen von uns, dass du jeden Einzelnen segnest an seinem Platz, in seiner Familie, an seinem Ort, wo er wohnt, in seiner Nachbarschaft, dass er das Reich Gottes, das Evangelium, die frohe Botschaft dort leben kann, so dass Menschen an diesem Platz die Güte sehen können und empfangen können. Und da bitte ich dich um Zurüstung, um eine Ausrüstung, um ein Commitment
von unseren Herzen. Danke, Heiliger Geist, dass du das heute schenken kannst. Amen.